Wizards of the Coast, hier sieht man es noch auf der Folie. Abnormal. Ich freue mich hier zu sein mit dem krassen Event. Machen wir auf TikTok. Also dieses Event wird überall übertragen, muss übertragen werden. Habt ihr gehört, Leute? Wie der Super Bowl. Gut kontrollieren, auf der Seite noch reingucken. Also hier ist wirklich so ein Gap, so ein Spalt und dann kann man schon die oberen Packs sehen. Es gibt auf jeden Fall einige Tricks mit Wiegen etc., wie man Fakes von Nicht-Fakes unterscheiden kann oder Repack. Ein paar Sachen kann ich euch nennen, ein paar andere wiederum nicht, weil das soll auch keine Anleitung sein, worauf jeder dann guckt. Aber wichtig auf jeden Fall Wiegen. Die Grammzahl gebe ich jetzt auch noch nicht durch. Aber eins der besten Tests ist unter anderem seitlich an diesen beiden Enden, also einmal von oben und einmal von unten reinzudrücken. Ich weiß nicht, ob ASMR, ob ihr das jetzt hören könnt, aber, Stream, ja. Aber wenn man die Booster so an den Crims zusammendrückt, dann weiß man zumindest schon mal, okay, es sind überall Booster drinnen. Boostern haben wir hier hinten entlang des WOTCs Schriftzuges immer so eingerissene Linien. Die haben wir hier jetzt gar nicht. Ist das nur Produktion oder was? Ja, safe. Okay. Produktionsbedingt haben viele Booster. Oh, hier sehen wir es zum Beispiel. Das sind diese kleinen Einrisse, die einfach in der Produktion immer entstehen, sind so kleine. Das ist bei Luft, oder? Dass die Luft entweicht, oder ich weiß ja. Nicht. Manche haben es, manche nicht. Links auf die Waage. Oh! Booster geht sehr gut auf. Dicke Hummel. Kartentrick oder nicht? Wir haben das Booster sehr gut aufbekommen. Es kommen zwei Energiekarten und dann kommt die Holo-Karte. Klar mit, okay. So. Erstes Pack. Wo ist die Codekarte? Wo ist die Codekarte? Nein, ja, auf jeden Fall. Verpackung wird mitgesendet. So, Europe, wir fangen an. Es wird jede einzelne Karte gecard savert. So. Was sagen wir immer? Visaflor Artwork. Visaflor Glurak. Also wir packen jede einzelne Karte auch in Card Saver, so nicht nur in Sleeve, sondern auch in Card Saver. Wir rutschen hier ein bisschen rüber. Apollo. Stern, du. Tausch. Digga, imagine, wir machen das erste Pack auf und Glurak ist raus. Boah. Hatten wir bei Bushido, bei seinem Display. Das erste Booster ging auch. Das hat er sich selbst sogar genommen, gell? Und dann war direkt Glurak raus. Dodo. Okay. Leute! Oh! Okay, seid ihr bereit? Erste Holo. 3. Also warte mal, Vorhersage ist noch gar nicht raus. 1. Digga, Vorhersage ist zu lange. Rein mit euch in die Vorhersage, Leute. Rein mit euch. 800.000 Punkte wurden gesetzt. Leck mich am Arsch. 850 zu sehr. Die Arme. Richtig gebogen, ein bisschen gebogen sind sie. Das gibt aber keine Abzüge. Zumindest nicht bei PSA. So, ziehen wir den Glurak aus dem ersten Display. Achso, ist es fürs. Oh, Leute, ihr haut der Bälle, Punkte, Karten rein. Über 1 Million bereits drinnen. Boah, 850 Zuseher. Komm schon. Wir lassen jetzt noch die paar Sekunden abstreifen und dann gehen wir da rein. Digga, ich fühle es. Feuer ist da. Oh, die Zeit läuft ewig. Erstes Pack direkt. Kannst du nebenbei mal sleeven, Card saven? Perfekt. Abi Christus übernimmt das ganze sleeven, Card saven etc. Wie gesagt, jede Karte ab ins sleeven, Card saver und auch gleich mitschreiben, wer dann den Free Grid bekommt. Beziehungsweise Bestellnummer halt, dann ist es noch leichter für mich. Gut, predicted mal, Leute, schreibt mal rein, was für eine Holo jetzt kommt. Schreibt alle mal in den Chat rein. Welche Holo? Magneton, Bisaflor, sehen wir Chanera, sehen wir Pipi, sehen wir Nocturne, sehen wir das Glurak. Alle mal schnell reinhauen in den letzten Sekunden. Vulnona, Turtok, Zapdos, Chanera, Pipi. Machomai, Bruder, Machomai. Machomai. Du hast aufgepasst vorhin, ich merke schon. Letzte Sekunden. 2 Millionen Karten gesetzt, Digga. 2 Millionen, ey. So, Vorhersage. Haben wir überhaupt Musik an? Ich bin so nervös, ich merke gar nicht, ob Musik läuft. Ja. So, jetzt ist es rum. Jetzt startet der Countdown. Liebe Leute, erste Holo des heutigen Abends in 3, 2, 1, go! Alright!
Righteous Meister. Erste Holo des heutigen Abends. Heftig. Erste Holo. Kann man auf jeden Fall zufrieden mit sein. Warte, ich packe mal in den Sleeve ein. Stabil. Und dann gucken wir uns das genauer an. So, sehen wir hier irgendeinen Printlern durchgehen. Im ersten Blick auf jeden Fall sehr, sehr clean. Wir gucken mal hinten. Weiße Stellen vorhanden. Centering sieht gut aus. Und auch hier. Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Links oben, unten, rechts. Die Ecken und Kanten sehen sehr, sehr gut aus. Wasserenergie. Giveaway am Ende vom Stream. Dieser Floor, alle Prediction rein in den Chat. Alle Prediction rein. Wir wissen Bescheid, Leute. Bisaflow Artwork hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es einen Glurak hat. Plus Power. Akani. Geiles Artwork. Yugong. Safcon. Nebulak. Oh! Der erste Starter. Let's go, Glumanda. Glumanda. Der kommt auch gleich in den Card-Server rein. Commander First Edition. Ja, let's go. Let's go. Energieabsauger. Quadburg, ich komme aus der Zukunft. Quadburg, ich komme aus der Zukunft. Digga. Energy. Und belieben. Zweites Bisaflor Booster. Leute, ich sage euch, wenn wir Glurak ziehen, dann aus Bisaflor. Achtung. 3, 2, 1. Simsala, die erste Karte aus dem Base-Set. Set Nummer 1. Simsala ist dein. Oh. Sehr, sehr geil. Aber ich bin echt zufrieden mit der Qualität der Karten. Also hier auch wieder die Zentrierung. Sehr, sehr schön. Guck mal hinten. Ja, Eck und Kanten sind auch sehr, sehr gut aus. Das ist schon ganz lecker. Also wir wiegen zuerst und dann gucken wir, was wir machen. Das ist, würde ich sagen, der beste Schlachtplan für heute Abend. Ah. Blurak, Dankeschön für den Sub an Grey Gorilla. Wiegen. So, wir starten mit Turtok. Bis jetzt ging nur Heavy Bisaflor auf. 20,27. Ein Lightpack Turtok Artwork. Und Bisaflor. Achtung, 3, 2, 1, das ist auch ein Lightpack. So, Purge, deine drei Booster. Wir gehen da rein, wir wiegen. Oh, ein Lightpack, 20,36. Glurak Artwork. Verschicken wir auch noch der E, auf jeden Fall. Oh, Heavy Pack! Heavy Pack! Heavy Bisaflor, Turtok. Heavy Turtok. Und last one. Auch ein Lightpack, gut. So, nächstes. Heavy Pack. Turtok Artwork. Geht auf. Eure Prediction, Chat. Prediction. Welche Holokarte? Was haben wir schon raus? Simsala und Raichu. Simsala und Raichu. Vielleicht kann ein Moderator mitschreiben. Das wäre ganz geil. Welche Holos schon gezogen worden sind? Das wäre sehr, sehr geil. Genau, danke sehr aufmerksam. Münze geht wieder rüber für den nächsten Kandidaten. Pokémon-Flöte. Porenta. Quapuzzi. Ponita. Voltoball. Taubsi. Bill. Bill, auch ein kleiner Fun-Fact. Er wurde einfach vergessen, in seinem Ellbogen das Mauerwerk aufzufüllen. Das war ein Error, der einfach nicht behoben worden ist. Also hier einfach in seinem Ellbogen ist es weiß, obwohl er hätte Ziegel sein sollen. So. Quapsel, gib uns einen Starter, come on! Nein, wir sind schon bei der Energie angekommen. Okay. Erste Energie, zweite Energie. Und jetzt Prediction. Turtok. Einen schönen Startentwicklung. Garados. Turtok. Turtok? Okay. Ja. Okay, Achtung. 3. Purge, deine Holokarte ist. Oh! Bulldona! Kurzer Herzinfarkt! Oh, trotzdem! Au, oh, 20,15. Dieser Floor.
Und Turtok, Achtung! 20,34, beides leider leid! Achtung! Oh, 20,37! Üff! Wir gehen rein. Oh, Heavy Pack! Oh yeah! Heavy! Heavy, Heavy, Heavy! Ziehen wir Glurak aus Glurak. Doktor, machen wir auf! Machen wir auf! Das war Voraussetzung, steht auch im Shop noch drinnen, wenn Heavy wird geöffnet. Doktor, ich hoffe, du bist bereit. Ich nehme noch einen dicken Glücksschluck. So. In der deutschen Box sind nur 13 Oberkarten drin. So. Sind wir bereit? Auf geht's. Ich gucke die ganze Zeit, ob ich den Doktor noch lese, aber wir gehen jetzt rein. Glurak. Taubos. Taubos wird schwierig aus dem Base-Set. Taubos wird schwierig. Booster ging auch sehr gut auf. Artwork völlig erhalten geblieben. Das ist Heavy. Heavy Packs. So. Professor Eich. Kokuna. Dratini. Pikachu! Das erste Pika, let's go! Hier werden ja einige, die wahrscheinlich auf eBay offen haben. Wie wird aktuell ein Pika im PSA 10 gehandelt? Wo liegen wir da? Ach, ich denke jetzt vielleicht im Raum von 250, 250, 280. Ja. Was sagt ihr, Chat? Pika im PSA 10, wo liegen wir da? Also ich würde generell den Leuten empfehlen, den Heavy Pack öffnen, jede einzelne Karte zu PSA zu senden. 250, ja. Ist gut. 250 bei einer 10. Aber wie gesagt, es wird sowieso jede Karte behandelt, also wäre es ein Glurak. Einzeln gesleeved, einzeln in Cardsaver. Oh nix. 250 bis 280. Pogetani, genau das habe ich prediktet. Brauchst du mir nicht nachschreiben. Magnetilo. Tangela. Merkel. Energy! Prediction! Was sagen wir jetzt? Jetzt sagen wir, ich sag Pipi. Ich sag einfach Pipi straight raus. Magneton. Turtok. Du sagst immer Turtok. Das Magneton. Magneton, Turtok, wir hören ja alles. Ich sag Pipi, einfach straight. Fokus ist noch nicht ganz da. Das. Fokus, jetzt ist er da. Achtung! 3, 2, Oh, Nocturne, hat keiner gesagt, oder? Nocturne auch sehr, sehr kleines Pokémon, also nimmt wenig Bildfläche ein und auch leider sehr anfällig für Printlines. Also hier links und zwei unten. Eine unten, eine mittig, die raus. Aber ich habe gehört, es gibt Leute, die die Karten restaurieren, aufbereiten und die können sogar so Printlines rauspolieren. Sorry. Ich mache jetzt noch eine Story. Boah, alle good luck in den Chat auf jeden Fall. So, erstes Display ist auf. Wir sollen jetzt einfach die ganzen Packs aufreißen, ungewogen. Romeo, küsse dein Herz. Wir gucken jetzt, was da rauskommt. Leute, wir haben 944 Zuseher. Ich liebe euch. So, Story wird noch gemacht und dann gehen wir da rein. Ansonsten Leute, Ausrufezeichen Base-Set für alle, die dazugekommen sind, um ein Giveaway mitzumachen. Es gibt eine PSA 6 Janera First Edition Base-Set Deutsch zu gewinnen. Am Ende des Streams wird verlost. So ist es, Ausrufezeichen Base-Set. Rein mit euch. So, auf geht's, liebe Leute. Wir hoffen auf viele Starter. Wir hoffen natürlich auf den einen oder anderen geilen Holo-Hit. Romeo kennt einfach keine halben Sachen und er sagt, er rasiert. Ich will sie beim Polieren. Gibt dann die Finger oder? Es geht. Ja. Ich muss das leere Punkt. Erstes Pack. Wir gehen rein. Guck noch schnell, Story ist hochgeladen, das passt. Kartentrick wird gemacht. Wir wissen halt nicht, was am Ende uns erwartet. Plus Power.
Nicht nur das Drehen wird auch schwer. Oh, Shilog ist schon mal da. Shilog ist schon mal da. Geil. Sehr, sehr geil. Erstes Shilog heute. Porygon. Raupi. Shigi! Wow! Wenn da jetzt noch Turtok drin ist. Wenn da noch Turtok drin ist. Ich sag dir ehrlich, wir haben hier die volle Entwicklung drin. Safe Holo, weil die gewölbt sind. Es gibt natürlich den einen Trick, wenn der Rand dünkel ist, und das ist der in dem Fall, dann ist es eine Holo-Karte. Also ich kann euch sagen, da ist eine Holo drinnen. Wir haben schon einige Base-Sets aufgemacht und ich weiß, dass da eine Holo drin ist. Einfach nur im Kartenrand so. Das ist crazy. Oh. Aber Leute, auch wir versuchen einfach nicht zu spoilern. Oder ich versuche das irgendwie zu verdecken, aber schwierig beim Umdrehen. Bill, Magnetilo, Radfratz, Energy, oh komm, das ist klug drin. Gib uns einen Turtok, das wäre so fein, guckt euch diese mal an. So, jetzt ein Turtok daraus, oh. 3, 2, 1, go! Oh, Zapdos, Holo. Wir wissen, er hat jetzt schon mal zwei garantierte Holos. Das war das erste Boost, sowas wie. Shigi hier links oben an der Kante, ein bisschen weiß. Aber starte, ich würde alles einfach querbeet, alles bewerten. Magnetilo, Raupi. Potion, der Trank. Erste Energie. Zweite Energie. Wir gehen rein. Three, two, one. Quampo! Digga, wie viel Holo saugst du hier raus? Leider die falschen, aber du saugst hier ein Holo nach dem anderen. Insane! Du saugst dir die Holos nur so raus gerade. Sich mit Instagram Story verkauft. Weder Newsletter, noch Reel, noch TikTok, noch sonst was. Wir haben einzig Instagram. Nicht mal Post, Instagram Story gemacht. Energy 1. Energy 2. 3, 2, 1, go! Boah, Elektroball. Boah. Elektroball. Eine Rare Card, Non-Holo. Die erste, die wir heute sehen. Die erste Non-Holo. Wir öffnen diese Packs gerade ungewogen. Wir wissen, es sind nur 12 Holo-Karten enthalten. 24 Non-Holo-Packs.
Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, Bisa-Floor. Bisa-Floor-Artwork. Das nächste. Bisa-Floor. Gehen rein. Pokédex. Akani. Mashok. Dodu. Energy. Smogon. Ratfratz! Stern du! Starter, komm! Ah, Energy. Okay, erste Energie. Zweite Energie. 3, 2, 1, go! Nein, nochmal! Was da los? Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. 2MP. Zweimal die gleiche Rare Card hier. Oh! Zweimal die gleiche Rare Card. Es gibt so schöne Rare-Karten in dem Set. Uff, another one. Aber Romeo zeigt einfach, dass er Eier hat. Der sagt, gut, die reißen mir die Teile ungewogen auf. Ah, wild. Wir wissen, am Ende kommt auf jeden Fall noch ein Heavy-Pack. So will es sicher. Also er hat jetzt schon mal zwei Heavys plus das dritte. Also wir haben jetzt schon drei Heavys aus 10 Booster garantiert und es kommen noch einige. So. Und 5 Fotos waren bis jetzt. Ich glaube, die Moderatoren schreiben eh mit. Oder fangen wir an. 6 Holos waren es. 6 Holos. Gut Halbzeit. Das habe ich gemeint. Das ist halt auch ein Spoiler dann schon. Man erkennt es gut. Heftig, gell? Dass die Karte dunkler ist. Digga, der saugt hier eine Holo nach dem anderen raus. Also 7 Holos. Apollo. Porygon. Baumato, Krank, Nidoran, Vulpix, alle mal predicten, Onix, Energy, was sagen wir, Mewtwo, Psycho, Gyarados, Durak, Durak, ja. Was für ein Artwork haben wir gerade aufgemacht, wissen wir das? War das Bisa-Floor gerade, Chat? Oh, danke. War das Bisa-Floor? Wenn ja, Nidoking. Schließe mich an, Glurak. Bisa-Floor Heavy, Glurak, wir sehen's in 3, 2, 1, go! Oh, Magneton! Da ist halt unheimlich schwer, die ohne Printlands zu bekommen. Magneton, die seltenste nach Machomai. Eine unten ist eine hier. Wir gucken es uns genau an. Der saugt aber auch Holos hier. Raichu, Simsalo, Volnona, Nocturne, Zapdos, Quapo, Magneton. Oh, hinten auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Pop 12 in PSA 10. Also nochmal, nur wegen einer Printline heißt nicht, dass automatisch PSA 9 ist. Der Rest sieht so fucking clean aus. Ich würde es einfach mal so probieren, den hinzusenden. Wenn nicht, dann kann man es immer noch aufbereiten, wenn man denn dafür steht. Ich halte zwar persönlich weniger davon, aber jeder kann machen und tun mit seinen Karten, was er möchte. Crazy, richtig stark, richtig stark. Abgesehen von einer Printline, sehr, sehr ganz, sehr, sehr cleane Karte. Okay. So, wir machen weiter. Keine würde ich nicht sagen, laut Michi. Wir werden schon mit einbezogen, aber wegen einer Printline kannst du schon mal eine 10 auch bekommen. So, wie mache ich den Kartentrick, ohne dass ihr das mitbekommt? So, kann man gar nicht so ganz verdecken, oder? So. Double Colorless. Oh, Bisa-Knosp. Schmeckt. Ey, ich wollte einen Applaus haben. Dieser Knosp. We'll take it. Dieser Knosp ist da. Porenta auch noch nicht so oft gesehen. Ein Dickter. Wir werden die Ankammerkarten auf jeden Fall öfter sehen. Das Set besteht ja nur aus 102 Karten. Smogon. Traumato. Starmie.
Energy, okay, okay. Energy. Achtung. 3, 2, 1, go! Oh, falscher Professor Eich. In dem Fall auch eine Rare Card. 40. Die würde ich auf jeden Fall auch bewerten lassen. Rare Card. Feder 10. Nehmen wir gerne mit. So. Rein. Warte mal. Starter packe ich dir auch gegen Frage, wie streng bewertet PSA das Centering? Gar nicht. Gar nicht. Also gefühlt gar nicht. Die Karte kann, zumindest hinten ist es noch krasser, 75% oben angenommen sein und 25% unten. So. Und es wird trotzdem noch eine PSA 10. Also egal, 75-25 darf das Seitenverhältnis Offcenter sein. Also wirklich 3/4 zu 1/4 und es ist noch PSA 10. Vorne ist es nicht ganz so, ich müsste lügen, ich glaube es ist 60-40 vorne. Aber PSA bewertet Centering so gut wie gar nicht. Und machen sie einen Unterschied zwischen Vintage-Karte oder Modern-Karte? Nee. Denkst du? Nee. Lebt Romeo noch? Romeo, ich glaube, der genießt. Ich glaube, Romeo genießt. So. Wir gehen weiter rein. Wir haben hier noch 3 Packs für ihn und wir wissen, dass die letzte garantiert noch eine Holo ist. Wieso weißt du das? Wir haben es gewogen und das war das erste gleich ein Heavy Pack. Er wollte eigentlich ein Light Pack rauswiegen. Das war direkt ein Heavy Pack. Nächstes Booster. So. Auf geht's. Ihr könnt ja gerne alle euren Lieblings-Grading-Dienste mal in den Chat schmeißen, weil einer schreibt gerade, GSG ist besser. PSA ist ein Witz, schreibt der gleiche, was GSG geschrieben hat, ist besser. AOG, PSA, ich lese mal schnell vor, was ich mitlesen kann. BTG, habe ich keine Ahnung, wer das ist. BGS, AOG, AOG, AOG. ZDF, fühle ich. AOG, 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 AOG. RTL ist meiner. PSA, Baseset, also PSA, BGS, AOG, PSA. Bootycard Grading, PSA, Booty Grading, ARD, ARD, PSA, GSG, AOK, AOK, ORF, fühle ich, ATV auch, NEO, ORF, AOG, ADF, GFG, OK, MFG, das ist sicher wie von den Panther 4, ja. ARD, GZ, Dragon Ball Z, DBZ, LED Pro 7, KIS, LOL, DRC, was? DRC? Digga. Wir gehen rein, Romeo, ins nächste Pack, Rosana. Bei DRC kriegt jede Karte eine 420er Wertung. Frank. Oh, let's go, Blubber hier am Start, Shiggy. So, schaffen wir 4-stellige Zuschauerzahlen? Ich weiß es nicht. Wir haben 978 Viewer. Ausrufezeichen Base Set. Über 535 Party People sind dabei. Shiggy ist da. Nebulak. Stern, du. Oh, Bisa, zweiten Starter hier drinnen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Der schmeckt. Und wir kommen schon zur Energie. Energy 1, Energy 2 und 3, 2, 1, go! Rückentwicklung Spray, Devolution Spray ist hier am Rare Slot. Den kommst du mit. Devolution Spray. Den hast du hier. Der war schon vor 20 Jahren da abgekommen. Rückentwicklung Spray, ja. 10. Das stimmt. Trotzdem, auch du hast dein Grading bei deiner liebsten Grading-Firma verdient. Rückentwicklungsfree. Aber zwei Starter waren auch noch drinnen. Also Pack war jetzt not so bad. Caps 4K. Die Boxen hinten sind Light Mystery Boxen. 100 Stück gibt es. In 10 Boxen ist ein Hit drinnen, kann man sagen. Also sowas wie eine UPC oder ein Base Set 2 Themendeck. Könnt ihr reingehen, Ausrufezeichen Shop, nach genau. Dem
Nach dem First Edition Base-Set wird ein bisschen was gebreakt. In jeder Niete unter Anführungszeichen ist eine PSA-bewertete Karte drinnen. Gut. Ich würde sagen, Romeo, wir machen weiter. Ja, trotzdem ein gutes Booster. Übelst gut. Übelst gut. Wir haben jetzt noch zwei Packs. Wir haben jetzt wie viel geöffnet? 7 geöffnet und 3 Holos gezogen. Ich bin gerade bei der dritten Packung Cardsaver. Oh, also, wir können mal gucken. Es wird wirklich jede Karte hier in Cardsaver gepackt, so. Jede Karte, jede einzelne. So, auf geht's. Commander haben wir schon eins gezogen. Oh ja, oder? Pika weiß ich, haben wir einen Commander? Ja. Chat? Ein Commander, glaube ich, war. Am Anfang. Ich glaube auch, dass eins am Anfang war. Und Sleeves sind auch. Magma haben wir noch gar nicht gesehen. Magma haben wir noch gar nicht gesehen. Schmeckt. Plus Power. Porygon. Quapsel. Fieser Sam, der zieht hier aber einen Starter nach dem anderen heute raus. Oh, Glumant auch noch! Was ist das für ein Pack? Der Kollege zieht hier aber wild raus. Der zieht hier gerade wild raus. Oh. Sehr, sehr starke Karte. Sehr, sehr stark. Uff. Also mit zwei Starter ist schon geil. Windhauch. Energy. Eine Holo-Karte glaubst du? Energy. Ich habe mich jetzt selber versucht, mich zu spoilern. Das geht nicht. Aber ich glaube nicht. Wir gucken. 3, 2, 1, go! Super Energie aufs Augen. Nein. Apollo hier drinnen. 9,94. Oh. 9,88. Crazy. 9,92. 6 Leute noch. 4 Holos, das stimmt. 4 Holos aus 10 Booster, das ist crazy. Ich guck selber mal kurz über den Kanal rein. 9,99 steht bei mir! 9,99! Bei mir steht 9,99! 9,99, wo ist der eine? Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? So, ich habe schon jemanden geschrieben, also. 9,99, Digga. Null. Okay, jetzt letztes Booster. Letztes Booster, wir gehen rein. Oh, Carpador, auch sehr beliebt. Ein K! Tausend Leute, Digga! Jawohl! Und das ist jeden Tag so! Und 1000 Zuseher, Leute! Crazy! Das wäre jetzt aus, das ist cool. 1000 Hälfte, ey, hast du. Klug wäre Schmackofatz. Okay, wir gehen rein. Das ist keine Rare. Carpador. Oha! 1K Zuseher. Geil. Apollo. Fokus. Trank. Wieso Sam, auch hier wieder ein Starter drin, schön. Das gibt's doch nicht. Der saugt hier der Romeo, ey. Voltaball. Jetzt wird's spannend, oh. Leute, jetzt wird's spannend. Machen wir Story. Ne, warte mal, ich mach das Pack fertig, dann mach ich Story. Das letzte Heavy Pack von Romeos Bestellung fertig. Hier. Ja, dann habe ich hier schön auftrapiert alles liegen. Wir haben gerade für eine Person 10 Booster aufgemacht, Leute, für alle, die so, dazu Mama, ich bin im Fernsehen, gekommen sind. Leute, jetzt das letzte Heavy Pack für Romeo. Er hat 4 Heavy Packs. Mit 1000 Party People teilen wir dieses Ereignis jetzt. Achtung. 3. Romeo. 2. Pisa, Glurak. Oh, Nidoking! Nidoking, nehmen wir mit. Nidoking ist da. Oh, boy. Der nimmt hier 4 Holos raus aus seinen 10 Packs. Aber der hat doch Eier bewiesen. Der sagt einfach, reiß auf, ungewogen. Zustand hinten. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Nidoking beläuft sich auch im Mittelfeld. Was den Wert und die Top-Rate angeht. Das ist keine Sprinkler oben, ha? Ja, ich versuch's gerade. Alle möglichen Winkel wieder irgendwie. Ich sehe jetzt auch. Ganz links, eine ganz kleine. Wo? Da so in dem Bereich ist eine ganz kleine. Aber es ist nur hier oben.
Also ich glaube, das wird PSA. Das ist schon sehr stark. Nicht 10. PSA 10! Hey, Romeo, lass uns eh teilhaben. Romeo, sag uns, was da rauskommt am Ende des Tages. So. Wir tüten das ein. So, wir machen jetzt noch eine schnelle Story. Wir filmen da drüber, was wir hier Schönes gezogen haben. So, liebe Leute, 10 Packs haben wir gerade ungewogen geöffnet. Wir haben einfach 4 Holo-Karten raus, Zapdos, Quapo, Magneton und ein Nidoking. Ah, ein Light-Pack. Oh, Heavy-Pack. Heavy-Pack. Oh, yeah. Das ist auch von mir. Artwork. Let's go. Let's so, Jet, was glaubt ihr? Huh? Sick, sick, stabil. Sick. Stabilo. 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 Auf, auf. Muss ich auf die Seite wiedergeben, glaube ich. Dieser Floor schreibt Monster Synergy. Pipi? Oh, viele glauben hier ein Pipi. Lugia. Alter hat aber wen, oder? Lugia wird schwierig, genauso wie Sichlo von vorhin. Oder Taubus habe ich auch schon gelesen. Wird alles schwierig. Jetzt kann es krachen. Wir starten mit Pokédex. Carpador, auch sehr, sehr beliebt, wie gesagt, im PSA 10. Schmeckt das. Dratini, auch ein beliebtes Pokémon. Haben wir, glaube ich, heute auch noch gar nicht gesehen. Safcon. Dodu. Victor. Raupi. Entwicklung. Raupi, Safcon. Ponita. Oh, ich dachte schon, ein Glumanda. Kampfenergie. Caps, ja. Anschließend nach den zwei Base Displays machen wir den normalen Break. Und den Shop etwas verkleinert, dass wir alles im Rahmen halten. So, Nico. Oh, da muss ein Starter drin sein, oder? Das ist Pipi oder Chanera. Oh. Es gibt noch viele auch. Mewtwo, Gyarados. Ja. Ja. Also es gibt ja 16 Holos, 15 können wir ziehen, 12 ziehen wir. Und 12 verschiedene von 15 möglichen. 3, 2, 1, Pipi! Pipi ist in. Das haben viele predicted sogar. Tada! Pipi ist da! Ich liebe den gleich mal. Also hier der Pop-Report. Pop-Report! Was sagen wir? Wie oft in einer PSA 10? Oh, ist das weiß? Oh, das Pipi hat das abbekommen! Nein! Pack. Come on, es ist! Trommelwirbel! Ein Lightpack! Turtok, leider ein Lightpack. Achtung, Charizard! 3, 2, 1. Auch Light! Bro! Fußer. Lurig Artwork. Ein Lightpack. 20,3. Zweites Pack. Oh, du hast 3 Glurak Artworks. Was ist da los? 3-mal Glurak. Das geht. 20,84. Das ist auf jeden Fall ein Heavy Pack. Da gehen wir rein. Und. Heavy Glurak Pack. Letztes Pack. Auch ein Heavy Pack. 2. 2 Heavy Packs. Ein Light Pack. So. Da gehen wir jetzt rein. Das bedeutet, hier gibt es ja nur noch ein Heavy Pack. Ein Heavy Pack aus 5. Aus 5. Goodie. 2 Heavy der Sauger. Juicy. Juicy. Nicht schlecht. So. Eins, zwei, drei. Viel Platz haben die Starter nicht mehr. Jetzt müssen sie langsam kommen. Defender, jetzt ist wichtig. Europe. Radikal. Bisasam, Starter ist schon mal da. Dafür gibt es einen Applaus. Oder auch nicht. Soundboard. Applaus! Dankeschön. Lumanda auch gleich dahinter. Oh, fettes Pack. Fettes Pack, ey. Vielleicht kann jemand Preise raussuchen. Lumanda und ein Bisasam. Was wäre das in einer 10 wert? Puh, Taubsi. Windhauch. Traumato. Erste Energiekarte. Zweite und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Auf geht's, Leute. Jetzt geht's ab. 3, 2, 1, go! Boah! Turtok! Turtok has been pulled! Turtok! Bad Boy ist da. Holy cow. Holy cow. Eine Printland gehen hier durch, oh, ja. Aber auch ein Turtok
wenn das das einzige ist, in einer neuen auf jeden Fall einiges wert, plus die zwei Starter, oder man schickt das eben zum Polieren. Krass. Oh, der Zustand, das Turdog ist auch wie geleckt, das ist stark, das ist stark. Holy shit, also Peter 9 auf jeden Fall, wenn es nur das eine Printline ist, und wenn der einer rauspolieren kann. In der 10, wo liegt Turdog in der 10? Boah, weiß ich auch nicht. 3k oder so? Ich glaube 3k. Heftig. 3000 Euro. Und in der 9? Boah, 9 wüsste ich jetzt gar nicht. Müsste ich lügen. 7800. 700 ehrlich gesagt. Mhm. Ja. 7800. Plus diese zwei, also Glumander 200, 220 Euro. Plus Fiesesam auch nochmal 180 bis 200. Also du hast den Pack alle Male raus. Crazy. 7k letzter verkauft, 8k. What? 8k, wirklich? Holy shit. So, also das war auf jeden Fall OG, genau so macht man's. Wir haben jetzt noch ein Päckchen. Noch ein Päckchen haben wir hier. Waren alle drei Starter drin, oder? Boah, ich weiß nur, dass wir im ersten Pack Lurek hatten. Aber, oh ja, ich glaube auch, wir haben alle Starter, wir hatten sogar Mewtwo drinnen. Auch eine OG-Karte, Poketube, das stimmt. So. Auf geht's. Rosana, ich glaube, haben wir noch gar nicht gezogen. Keine einzige. Oh ja, wirklich? Ja, keine Ahnung mehr, was ich ziehe hier. Supertrank. Magma, selten gezogen, aber auch eine geile Karte. Wapsel. Macholo. Pikachu, Digga, du hast Commander. Bisasam und ein Pika. Boah. Heftig. Heftig. Das weiß keiner. Das weiß keiner. Das ist top secret. Bisaflor jetzt. Woolpix. Zafka. Energy. So, jetzt Prediction. Es bleibt nicht mehr viel übrig. Was haben wir jetzt noch über? Wir haben Gyarados. Haben wir Chanera gezogen? Nein. Gyarados, Chanera. Mewtwo. Mewtwo, Bisaflor, Glurak. Haben wir alle? Also einer der fünf, oder? Mhm. Gut. Einer der fünf kommt jetzt. 3. 2. Chanera ist auch, ich sag Mewtwo. 1. Oh, Gyarados, Gyarados. Auch gutes Mittelfeld, muss man sagen. Gutes Mittelfeld. Sehr gute Karte, auch nicht allzu hoch, der Pop Report. Also es gibt nicht allzu viel in einer PSA 10. War einfach zwei krasse Wasser-Pokémon hier raus. Nehmen wir. Wir gucken, also wie der Base hat, weiß ich nicht, aber wir gucken, dass wir einmal Monatsanfang immer ein Vintage-Display breaken. Ich denke, wir haben das gut eingeläutet mit gleich zwei Displays am Anfang, aber wenn wir ein Display breaken, ich hätte richtig Bock auf Fossil Jungle Rocket als nächstes, dass wir das Anfang April dann hebeln. So. Jetzt habe ich gar nicht geguckt wegen Printlines. Aber der Zustand hinten war hier auch wieder sehr, sehr gut. Einzig das Pipi, das war etwas angeeckt leider. Dann ist hier rechts auf der Höhe. Eine Printline vorne. Im Kiefer. Unten? Ja. Mhm. Ganz klein auch. Das sind nur ganz leichte Printlines. Ja. Skyridge Deutsch könnte ich ranschaffen. Kostet auf eBay, glaube ich, 100.000. Aber wir können die zu einem sehr, sehr guten Preis anbieten. Für jedermann. So. Hol es noch eine drin, ja. Gute, ich würde sagen, wir wiegen einfach mal. Ash hat auch eine eigene Flasche. Oh, letztes Heavy Pack! Collect! Dein Heavy Pack! Du hast es hier gesaugt. Collect! Crazy. Das heißt, wir nehmen die letzten zwei. Lukas. Bist du da? Bitte Pack wiegen und Light zulassen. Lukas. Collect machen wir zuletzt dann auf. Jetzt sollten noch Lights drin sein. Du hast ins Kommentarfeld geschrieben, wiegen bei Light zulassen. Wir haben hier ein leichtes Tutor Artwork.
Wen nehmen wir? Yes, bin da. Bitte Wegen und Leid zulassen. Jetzt! Yes. Lukas! Du bekommst ein Turtok Artwork. Ich sage vielen Dank für deinen Support. Champcard_Lukas. Ein Turtok Artwork. Liebevoll verpackt. Und geht raus an dich. So, und jetzt bleibt nur noch Snowflakes über. Drei Packs hast du dir gesnackt. Wir gehen da rein. 1, 20,37. 2, Bisaflor. 2033. Und das letzte. Flippin, Dankeschön für den Monat. 2033. Ich sag dir natürlich auch vielen Dank fürs dabei sein. Leider dreimal ein Lightpack. Danke, danke, danke. Snowflex. EV. Tüte ich dir auch alle drei ein. So. Und wir öffnen das letzte Booster von Collect. Dann haben wir das erste Display durch. So. Auf geht's. Danke, Gravio. Dankeschön. Dankeschön. Danke für die Subs, Leute. Gut. Funktioniert es ein Klugak oder nicht? Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Welche vier fehlen uns jetzt noch? Glurak, Bisaflor, Mewtwo und Chanera. Eins der vier, Leute. Schreibt mal alle in den Chat rein. Was denkst du, ziehen wir jetzt halt? Ich sag Bisaflor oder Chanera. Bisaflor, Chanera? Also ich wünsche mir natürlich Mewtwo oder Glurak. Aber ich glaube, ich kenne solche Displays und ich glaube nicht, dass da ein Glurak drin ist. Wirklich? Weil Glurak hat meistens eben ein Mewtwo dabei und Bisaflor, sie auch nicht gezogen haben. Also ich predikte hart auf Chanera. Nicht einmal Bisaflor oder was? Ich weiß nicht. Okay, ich beliebe, ich sag Bisaflor, Leute. Ey, das letzte Pack, Leute. Das ich letzte wenigstens Pack. Bisaflor hier. Das letzte Pack können wir schaffen. Letztes Booster. Bin wieder da. Collector B. Ich habe leider kein Mikro, Leute. Deswegen rede ich auch so wenig eigentlich. Ja, wir können dann nicht tauschen oder so. Ich kann mich bitte reden da hinten. Glutexo, sehr geil. So. Das haben wir noch gar nicht, oder? Das ist schon eins. Das haben wir auch schon. Eins? Glutexo ist schon mal da. Letztes Booster, liebe Leute. Pogetex. Forenta. Onix. Morgan. Abra. Starmie, Hornliu, Energy, Mewtwo mit Psycho oder Chanera? Ich glaube es ist Chanera, aber es wäre halt geil im letzten Pack so ein Glurak zu ziehen. Letztes Pack, Digga, bei Bushido das erste und hier bei Buticats das letzte. Ich hab kein Pack, Leute. Heute nicht das nächste Mal, aber habe ich schon Buti schon versprochen. Mew wird schwer. Secret Rare ist das, ne? Secret Rare Mew. Achtung, Leute, letztes Booster. Erstes Display, wir gehen in noch eins rein. 3, 2, 1, go! Ja, Chanera. Du hast recht gehabt. Oh, eine Printline geht hier leider durch. Chanera, wir haben einfach kein Glurak raus. Und der Seller hat mir noch gesagt, da muss ein Glurak drinnen sein. Ey, Leute. Was da los? Wir haben ein Chanera raus. Oh. Wenigstens eine Startentwicklung haben wir gesehen. Auch hier leider. Chanera ist auch Printlines leider. Chanera ist immer so anfällig. Hier rechts haben wir zwei und links ebenfalls. Chanera ist halt übelst anfällig für Printlines. Ich weiß nicht warum. Hat jetzt so einen blöden Spot auf der Maschine. So, sind das aus derselben Case die Displays? Nein, glaube ich nicht. Nicht? Nee. Also ist da gleich klug drin. Boah. Hinten auch wieder sehr, sehr gut, aber vorne Chanera. Chanera ist auch Low Pop, sein Urgroßvater. Das ist, glaube ich, sogar die seltenste Karte im Englischen in PESO 10. Mhm. Also es gibt keine Karte, die seltener. Also, im Englischen, glaube ich, nicht. Oh ja, aber auch. Und dann ist es Chanera. Okay, krass. Chanera ist einfach so. Sieht man bei den Printlines. Ja. Egal ob Deutsch oder Englisch, ist es einfach richtig schwer, die in 10 da rauszubekommen. Aber trotzdem Collecto B, Chanera plus Glutexo. 29, 35, 36 Stück.
So, liebe Leute, das ist Runde 2. So, wir falten hier wieder alle Zettelchen. Die landen dann wieder alle hier im Pott. Alles rein da. Zweites Display wird wild bei so vielen Einkäufen. Das stimmt. Aber wir hätten easy noch ein drittes auch verkaufen können. Aber ich habe, wie gesagt, nur zwei zugekauft gehabt und die gehen jetzt gerade auf. Wie viele hast du noch dann? Da, privat? Das gebe ich nicht preis. Das ist Top Secret. Top Secret. Das ist Top, Top Secret. Das, und das sind wahrscheinlich auch nicht hier. Eins habe ich hier. Eins habe ich hier. Oh ja. Das. So. Auf geht's. Schauen wir mal. Die Verpackung schaut gut aus, eigentlich. Oh. Ja. Wie du gesagt hast, das Drücken, gell? Das muss sich leicht anhören. Das Crimpen. Dass ihr das hört, das Crimpen. Ja, wenn da ein Ausschlag ist, dann hören sie es. Ah ja. Bräuchten so ein ASMR-Mikro. Ja. Voll. Aber wie gesagt, auch hier wieder der Hinweis. Cool. Nur, wenn hier eine kleine Ecke oder so mal dran ist, warte mal, war das das Display? Oh, das war ich das. Wenn hier mal eine kleine Ecke ein Luftloch hat oder die Ecke eingerissen ist, Leute, das ist gar kein Zeichen für Resell oder sonst was. Das Ding ist 25 Jahre alt so. Also da darf auch mal eine Ecke oder sonst was eingedrückt sein oder die Folie einen Riss haben oder sonst was. Wichtig ist halt auch hier, dass die Knickstellen, die Sollbruchstellen heile sind. So, Nervosität ist da. Stresslevel steigt ein bisschen. Okay, das sieht gut aus. Stabil. Oh ja, oh ja. Ja, sehr ja, cool. Ja, sehr geil. So soll das aussehen. Ja, sieht gut aus. Wir werden den Ablauf genauso wiederholen wie vorhin. Wir wiegen jetzt mal alles durch. Und gucken, dass hier auch wieder 12 Volos jetzt drin sind. Oh. Also jetzt bin ich gerade wirklich wieder gechillt so. Jetzt weiß ich. Kannst ruhig schlafen. Jetzt kann ich ruhig schlafen. Wenn da jetzt noch die 12 Volos drin sind, dann ist alles gut. Auch hier sieht man es wieder sehr, sehr klar. 20,3. Sehr, sehr geil. 20,71 Heavy Pack. Dann einfach 0,4 Unterschied. 20,27. So, ja, Gefahr besteht immer, Resealed. Kann immer sein. Wie gesagt, ich habe die Boxen von einem deutschen Händler gekauft und ich weiß, dass er die von Amerika bezogen hat. Und durch je mehr Hände das Ganze geht, desto ja, größer ist die Gefahr, dass da jemand rumhantiert hat. Und deswegen gebe ich halt meine auch nicht her oder möchte die öffnen, weil da habe ich selber das Case in Überkarton selber geöffnet. 20,9. Und da weiß ich einfach, dass ich der Erste war, der je in der Hand gehabt hat. So. Also die gebe ich auch niemals aus der Hand. 20,47. Oh, 8,6. Eindeutig. Auch hier sieht es wieder sehr, sehr gut aus. Weil hier haben wir schon jedes Artwork einmal. Ein Kollege von mir hat vor circa, ich würde sagen, 3 Wochen auch eine Box geöffnet. Und bei ihm waren alle Glurak Artworks heavy. Mhm. Das ist auch richtig Mist eigentlich, weil dann hat man gar kein Artset mit Glurak als Lightpack, was man bewerten lassen kann. Krass. So. Mein Base Display ist erste Hand. Spartyard! Was heißt erste Hand? Hast du auch den Überkarton aufgemacht? 20,36. 20,3. 8,1 auf jeden Fall. Und das Speed of Floor ist heavy, das sage ich euch. Das muss jetzt noch ein Heavy Pack sein. Ja. Ist es. Guti. Jetzt geht weiter. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus.
20,34. Auch hier wieder ganz klar zu sehen. Wo ist Heavy? Wo ist Light? 20,86. 20,34. 2A. 2,3. Das Glurak ist dann wieder Heavy Pack, das da. Sieben, 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 acht. Als nächstes ist dann wieder Bisaflor ein Heavy Pack. Ja. Einfach so geil, wenn man schon weiß, dass alles legit ist, dass man das schon so predicten kann. 8,3. Rüber mit dir. Cases kann man auch resealen, das stimmt. Alles mittlerweile. Aber ich habe zu einer Zeit gekauft, wo sowas noch nicht gang und gäbe war und habe selber auch schon Displays aus dem frisch geöffneten Case geöffnet, die legit sind. Also ich glaube nicht, dass einer Cases resealed, wo er nur die Hälfte dann an Displays wieder resealed. So. Sehr stark, sehr, sehr stark. Meine Apples sind gleich hoch. Und wir können anfangen. Display sind auf jeden Fall gesunken. Also ich habe am Peak sogar für 58k eins verkauft. Ich weiß von Verkäufen über 60k pro Stück. Und heute liegen die im Raum von 17-18k. Ja, safe spart hier. I know. Gut, Leute, zweites Display. Wir starten die Motoren. Seid ihr bereit? Jetzt brauchen wir einen Glurak. Warte mal, hier war noch ein Zettel drin. Gucken, dass hier keiner rausfliegt. Erster Teilnehmer aus dem frischen Display. Patrick 13. 100. So, Patrick, du darfst entscheiden, links oder rechts, wenn du anwesend bist. Wenn du anwesend bist, darfst du anfangen, ansonsten starten wir gleich so, wie die Münze liegt. Ich guck mal, ob du eine Notiz hinterlassen hast beim Kauf. Muss ich mir angucken. Was? Auf? Direkt auf, ohne zu wiegen? Unweight auf? Patrick, sollen wir das gleich öffnen, ohne zu wiegen? Direkt rein da. Sehr mutig. Ja. Ich warte nur auf das Go, dann reißen wir das Ding auf. Wiegen. Oh, ich dachte schon. Direkt rein da. So, Achtung. Wenn Heavy auf. Ja, Heavy werden automatisch aufgerissen. Auch wenn derjenige nicht anwesend ist, ist in der Produktbeschreibung gestanden. Nein. 20,43 nicht. Leider nein. Hey. Trotzdem Applaus. Wir schicken wieder Sieg raus. Ich wollte hier noch gucken. Fene, danke für 2 Monate. Wieder Knosp. Seid ihr gewöhnt. Crazy, ich kenne diese Einrisse immer nur auf der Seite, aber in dem Fall sind sie hier auf der Seite. Crazy. Leichte Einrisse haben wir hier. Bisaflor kommt sealed zu dir. Patrick, Dankeschön. Erster Teilnehmer, erstes Pack. Das stimmt. No, das stimmt. Bart Yards in Display schon lange auf eBay. Insane Corbo, bist du da? Der hat gesagt, ich soll ihn kurz schreiben. Wenn er dran ist. Schreibe mal schnell. So, Insane Corbo. Chefko, wir piecen das auf Instagram als erstes an.
Also auf jeden Fall reinfolgen, liebe Leute, Ausrufezeichen Instagram. Dort erfährt ihr immer die neuen News etc. Also geht auf jeden Fall rein. Lasst ein Follow da, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Da geben wir solche Breaks bekannt. Gut. Insane Corbo. Auf geht's. Totog Artwork, wir gehen rein. Wir wiegen. Ah, auch ein Lightpack. 20,48. Applaus ist dennoch sicher. Das sind aber schwerer als die Farbenbox. Das stimmt, ja. Um 10 Gramm. Ja. 0,10, ja. Deswegen immer aufpassen und nie einzelne Heavy Packs, vermeintlich Heavy Packs kaufen, weil durch falsche Lagerung kann es noch schwerer werden. Dann sagt man, ey, das ist ein Heavy Pack, obwohl das gar nicht stimmt. So. Man braucht halt immer alle 36 Boosts, weil das Gewicht einfach variiert. Ja. Und man kann ja hier ja wirklich einfach das auffüllen, oder? Hier einfach Wasser reingeben. Nein, nicht Wasser reingeben, aber wenn du auch einen Luftbefeuchter hast und das einfach ein paar Tage jetzt stehen lässt, dann wird aus dem ein Heavy Pack so. Dankeschön, Insane Corbo, fürs dabei sein. So, wir changen die Münze. Es geht weiter. Wir mischen, wir ziehen den nächsten Zettel. Wir haben hier Inferno. Bist du da? Inferno. 557. Hast du eine Notiz? Mein Pack kannst du vorher gerne wiegen. Schreibt er. Dann gehen wir rein. Wir haben noch kein Heavy Pack aus dem Display raus. Bitte wiegen. Wird gemacht. 20,7. Das erste Heavy Pack. Aus dem Display. Inferno. Krass. Wir sind gespannt. Ich will ja nichts sagen, aber Chochil's Pool steigt, das glaube ich auch. Chochil ist mit wie viel? 6 Packs da drinnen? Mit Wild. Inferno, aber wir haben jetzt 3 Packs raus, oder? 2. Ja, das ist der dritte. Ja. Genau. Dann passt die Statistik. Das dritte Booster ist jetzt ein Heavy Pack. Auf Gott genischt. So. Auf jeden Fall. Perfekt. Oh, Booster habe ich leider etwas zerruppt. Ist mir vorhin gar nicht passiert, aber jetzt im ersten direkt. So, man kann hier wieder kennen, Holo ist da. Zustand jetzt schon mal sehr gut. Also so eine weiße Kante haben wir schon mal nicht. Gut, schon passt. Ich will mich gar nicht trauen, den Karten zu machen. Das war das gut. Dieser Knopf ist nice. Zu wissen, dass ich da ein Glurik hinten haben könnte. Ja. Das würde mich sehr nervös machen. Also wir hatten bisher. Ja. Das war das erste Display vorhin auch, wo wir kein Glurik gezogen haben. Wir haben 4 geöffnet am Channel. Ja. Und wir hatten in jedem einen Glurik drin und das hat mir gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht. Oha. Für jede Serie geht mal zu Ende. Das ist schade. Aber jetzt umso mehr. Jetzt umso mehr. Smogon. Erstes Pack. Leute, was sagt ihr? Wir haben 15 mögliche Holos. Das ist ein bisschen Floor. Was sagst du? Erstes Booster aus dem neuen Display. Alles ist möglich. Macho mal der einzige nicht, deswegen. Bleib mal so. Nicht reinluschern. Zapdos, Hippie, Bisa, Garados. Ich sag Vulnona. Gib ihm Vulnona. Ich gönn jeden Glurak, aber ich kann nicht immer Glurak sagen. Inferno. Chanera! Chanera! Ich dachte, das ist ein bisschen Floor. Chanera, hier haben wir auch unten. Man sieht Chanera-like eine Printline. Schau mal da rein an. Ah, oh, Chanera. Warte, ich brauche mehr Sleeves. Chanera ist da. Low Pop sein Urgroßvater. Not Chili Cheese, Dankeschön! Danke auch fürs Mitschreiben, Shugo. Geil. Oh, gute Hole auf jeden Fall. Der Karl ja auch hier im Chat. Ja, Peter 10. Wie gesagt, ist die was? Zweitseltenste Holokarte von Purple Core. Magneton ist das ungefähr 8 bis 10k. Chanera will bei so 6k sehen. Ja. 6000 Euro. Allerdings in der Höchstwertung. PS10. Und wir haben hier natürlich noch eine schöne Startentwicklung. Highlights. Nehmen wir mit. Also es wird sowieso jede ausgezahlt. Karte. Ja. Also, sobald man einen Starter drin hat, eigentlich schon gut. Selbst bei einem Light Booster zahlt sich's aus. Ja, aber es ist halt Himmel, wenn man keinen hat, oder? Ja, stimmt, ja. Aber auch hier, wir packen dir jede einzelne Karte ins Sleeve und in Card Save ein. Inferno, Dankeschön. Sehr, sehr geil.
Nein. Das ist einfach wunderbar. Gut. Passt. Muss ich die Münze wieder rüberlegen, Digga? Du musst. Du hast es gehabt das letzte Mal. Jetzt muss ich wieder rüberlegen? Ich merke mir das nicht. Ich bin zu nervös. Ich muss mich auf so viel anderes konzentrieren. Du möchtest sie das mal tauschen. Gibt es eigentlich Aufzeichnungen? Nein, nein, nein. Keine Aufzeichnungen. Das macht das Ganze spannend. So, ich zieh mal. Und der Chat sagt mir, wo ich dann das Booster nehmen muss. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Ich glaube, es war links. Daniel. Daniel. Bitte treten Sie vor. Mit der 538 haben wir hier eine Notiz. Hier steht viel. Wenn das Pack leicht ist, bitte nicht öffnen und Sinn schicken. Ich werde mir das Opening erst am nächsten Tag anschauen können. Deshalb wünsche ich euch viel Spaß bei dem Event. Spannend. Daniel. Aber du konntest sie markieren, Lano? Das heißt, er ist im Chat. Ah, doch schon da. Guck mal. Rechts, links, rechts, jetzt wieder links. Danke. Sehr aufmerksam. So. Das heißt, wir wiegen. Dann gucken wir, was da rauskommt. Gurig Artwork ist es schon mal. Au, Lightpack, Lightpack. Daniel, jeden Käufer bleibt natürlich frei, aber sagt, reißen wir das Lightpack auch auf. Ich würde es nicht empfehlen, weil wenn kein Starter drinnen sein sollte, dann tut es natürlich noch mehr weh. Also das graden zu lassen, wäre nicht die beste Option. Bitte schicken. Tüten wir direkt ein. Es sind aber diesmal außerordentlich viele Glurak-Light-Booster gewesen. Jetzt am Anfang meinst du? Oder was? Generell auch, bei der Folgenbox. Es sind immer gleich viele. Das, schon? Ja, es sind immer 24 Light-Packs, es sind immer 8 Glurak, 8 Isoflon, 8 Tutogramm-Light. Ja. Ja. Und bei Heavy sind es halt auch. Da habe ich so einen Bias, dass ich das Glurak immer so sehe. So. Nächstes Pack. Ja, das stimmt schon, was der Butte hier gesagt hat. Also ich würde ein Glurak Lightpack nicht aufmachen. Gerade weil es ein Glurak ist halt. Safe. Generell Lightpack ist halt immer hart gamblen, also würde ich nicht empfehlen. Wir sind drinnen. Apo Royal. Du bist am Start. Du bist da. Was machen wir mit dir? Einmal wiegen, blind rein. Was ist dein Vorschlag? Was ist dein Speiseplan? Wo siehst du dich? Du hast auf jeden Fall ein Bisa-Floor. Oh, Lightpack. Lightpack. Hast du mir gerade zu übergeben? Uff. Filter Free Grade, auch für geschlossene Light, leider nicht. Only für Holos ist der Free Grade heute dabei. Uff, uff. Also ich nehme an, wir lassen das zu und schicken dir das so raus. Du hast noch andere Artikel bestellt, sehe ich gerade. Ab Royal, ich sag danke dir fürs dabei sein. Ein Bisa-Floor Lightpack kommt zu dir. Aber schön abwechslungsreich, muss ich sagen. Also wir hauen jetzt nicht ein Holo nach dem anderen raus, sondern heben es uns auf. Auf jeden Fall. JJ0501. Bitte vortreten. Haben wir hier eine Info dabei stehen? Nein. Aber ich würde sagen, falls nicht im Chat, einfach wiegen. Heavy öffnen. Light zumachen. Normaler Bock. JJ, du bist da. Perfekt. Du bekommst ein Glurak Artwork. Du kannst. Gute Frage. Also, Evolution und Co. geht auf jeden Fall auch zum Bewerten lassen. Record Trade kann man auch bewerten lassen. Also, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, man kann alles bewerten lassen. Ja, ja. Also, spezielle Serien wieder wahrscheinlich nicht, weil Blackstar Promo in Deutsch kannst du zum Beispiel auch nicht graden lassen. Karten jetzt. Obwohl sie sagen, du kannst alle Deutschen bewerten. Okay. Geht leider nicht. Ich denke, so Mainstream-Sachen gehen, ja. Hast du probiert, oder? Ja, kamen alle wieder zurück. 200 hingesendet, 200 wieder ungraded zurückgekommen. So. Und gab es eine Rechtfertigung dafür, oder? Ja, weil sie sagen immer, sie wissen nicht genau das Release-Datum des Sets. Das ist das. So, 800 Puls. JJ, was hast du geschrieben?
Lesen muss man auch können. Fliegen, perfekt. So. Aber Christus, also nebenbei die Bestellungen aufmachen und schauen. Ich weiß. Alles. Oh, diese ja. Auch, ja. So, Achtung, wir gehen rein. JJ, Puls auf 800. Nein, bruh. Bruh. Schicken wir Sealed raus, JJ. Oder? Kleiner Boxbreak nach dem Basel Break, ja. Aber wirklich klein, wir wollen da nicht bis in den Morgenstunden rippen. Zumal uns Abi, Christus und Ash dann gegen 24 Uhr verlassen wird. Das heißt, ich werde dann auch nicht allzu viel dann mehr breaken. Wann kommt OP2 in den Job? Das Ding ist, wir haben von unserem Großhändler Blackfire ganze drei Displays zugesagt bekommen. So, ich weiß von Pogacillo und Capone und ein paar andere befreundete Händler, die haben noch gar keine Zusage. Also diese drei Displays werde ich auf keinen Fall listen. Ich warte jetzt einfach auf andere Distributoren, bis ich da eine Zuteilung habe. Und dann gucken wir, wann wir den Shop machen. Schicken. So, einer. Also OP2 Englisch ist halt auch wieder krass limitierter Markt. Wie teuer. Noch ein Base Set danach. Ich Romeo. Gesehen, dass Romeo, wir haben ein Base Set 2. Sorry. Also ich habe gesehen, dass One Piece sich stärker verkauft als Pokémon zurzeit in Karten. Glaube ich auch. Also kann ich mir vorstellen, weil immer wenn was Neues released wird, geht es steil. Aber ich bin noch vorsichtig. Aber dass etwas Pokémon einholt? Ja, kurzfristig ja. Aber jetzt kann ich vorbestellen das vierte Set von One Piece und ich habe gar nichts bestellt. Ich glaube, dass das gegen null laufen wird. Hm. Ja. Kann sein. Das erste Set ist immer krass, das zweite auch beliebt, das dritte flacht ab und das vierte interessiert dann, meiner Meinung, gefiel gar keinen mehr. Deswegen habe ich gar nichts bestellt mehr von OP4. Timo, it's your turn! Romeo, wir haben nur ein Base 2 da. Wenn ich bis nächste Woche keine Rückmeldung habe, ich zeige es dir mal kurz. Also ursprünglich war geplant, dass das in Dubai mit Bushido und Dennis gebreakt wird. Wenn ich bis dato, also nächste Woche, keine Rückmeldung habe, dann feuer frei, dann gehen wir da als nächstes rein. Dann machen wir das im April auf. Base 2 hat genauso ein Glurak drinnen und einfach die Popkarten von früher, dann hebeln wir das auf gemeinsam. Aus der Box. Das ist geil auch. Heftig. Base 2 ist auch. Habe ich noch nie gebreakt, Base 2. Sonst einige Vintage-Sachen, aber Base 2 noch nie. Mhm. First Edition haben wir. Romeo, ich wusste, das ist dir zu wenig. Romeo. Nein, nicht. Dann geh auf Online-Shop-Bestellung. Dort findest du es. Timo, bist du da? Sorry. Timo, wir brauchen einen Timo. Du hast ein Visa Floor dir gesnackt. Timo. Ist Timo im Chat? Vielleicht kann einer markieren. Ja, bin da. Poge Timo, was machen wir mit dir? Ein Booster, Visa Flow Artwork. Langfristig OP uninteressant, das unterschreibe ich. Also wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung zu den ganzen Trading Card Games. Also für mich ist langfristig OP auf jeden Fall nicht interessant. Also erstes, zweites Set Kracher, drittes weniger und viertes bestelle ich aktuell gar nicht. Und wenn, dann auch nur vereinzelt so. Also die Verfügbarkeit ist gerade so Special Sets drin vielleicht und so. Ja, es ist auch sehr vielschichtig. Also es gibt da so viele Promokarten. Was das Problem ist bei One Piece, finde ich, dass man die Charaktere nicht immer neu erfinden kann. Hm. Ja, aber es gibt also, halt, man bastelt dann Full Arts oder andere Holos. Ja, aber das ist halt schnell ausgelutscht, glaube ich. Das war nicht. Hm. Also ich weiß, weil Pokémon gibt es ja über 900 so. Und wie viele One Piece Charaktere gibt es? Ja, genau, richtig. Ja. Es ist so, also ich weiß nicht, das Dragon Ball bin ich jetzt nicht so drinnen, aber ich habe in Dragon Ball auch das Gefühl, dass es sehr eintönig ist. Oder? Okay. Ja. So. Was machen wir? Ich habe jetzt nicht gelesen. Timo. Ah, oh, Chat ist wieder. Timo, gibt es den OP-Gang? Timo, wiegen wir, oder? Mit Timo schon wieder nicht. Wiegen meinte, dankeschön. Das sollte jetzt ein Heavy Pack sein. Theoretisch. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Nein, auch ein Leid. Timo! Du bekommst kein Bier für. Perfekt. Dragon Ball ist größer als One Piece. Schreib gerne in den Chat rein. Apo Royal schreibt Dragon Ball größer als One Piece. Langfristig würde ich, glaube ich, das auch so sehen, ja. Ich glaube, One Piece hat mehr
Manga-Verkäufer. Oh. Ja. Aber das ist, glaube ich, ziemlich eng eigentlich. Dragon Ball for Life. Ja, Dragon Ball. One Piece ist größer. Ja, man, ich glaub, schneidet sich so. Ich glaube, One Piece ist offiziell größer als Dragon Ball. Und ich glaube, Dragon Ball hat ja auch die 10 Jahre Pause gehabt, quasi. Aber da sieht man, wie krass unterschiedlich die Meinungen sind. TCG Dealers! Meine Damen und Herren! Ebenfalls Händler aus Österreich. TCG Dealers, wo seid ihr? Bitte vortreten, ich guck mal. Ihr habt keinen Kommentar hinterlassen. Ich nehme an, rein in die Olga heißt wiegen und dann öffnen. Oder wiegen leid zu. So, oder? Ein Beezer Floor, das muss jetzt ein Heavy sein, das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir einige Lights wieder raus hier. Heavy öffnen, wir gucken. Achtung. Ist da. Heavy Beezer Floor. Ich sage ein Leben lang, wenn Glurak, dann auf seinem Beezer Floor. Ach. Wenn Glurak immer. Also in jedem Display, das wir geöffnet haben, war immer Glurak im Beezer Floor drin. Immer. So. Also, TCG Dealers, ihr habt richtig gute Karten aktuell. Ihr habt ein Holo Beezer Floor Pack. Glurak haben wir noch nicht gezogen. Also, auf geht's, TCG Dealers. So. Pokémon Center. Oh! Glutexo! Wow. Glutexo, komm, Glumanda und dann noch am Ende Glurak. Jurov. Angela. Oh, let's go! Wo ist der Lörz? Das ist geil. Sehr stark. Pika ist da. Da sind wir schon ein bisschen off-center, aber vorhin schon angesprochen, PSA interessiert sich gar nicht für Centering. Also 75%. Rückseite, ja. Darf's off sein. Fokus, aber. Zwei Starter schon mal lecker. Plus eine Holo-Karte, ey. Was für ein Pack. Oder Magneton wäre auch krass, so. Magnetilo, Elektro. Magneton wäre auch sehr stark. Ohne Printlines und so weiter. TCG Dealers. Euer Holo-Slot ist... 3, 2, 1, go! Oh, auf Ansage! Auf Ansage! Magneton. Christoph springt schon rauf, er sagt so, was? Auf Ansage, da war ein Glurak. Oh, starkes Pack, sage ich dir jetzt schon mal. Wir gucken mal zuerst von der Rückseite. Rechts oben ein weißer Dot, aber links auch, oder? Beide Ecken links. So Lichteinfall. Hier sieht das gar nicht richtig schön aus. Hier sieht das gar nicht so aus irgendwie. Nee, guck mal, so nämlich ist gar nicht. Das ist eine Reflexion, glaube ich. Ich glaube auch. Also ich glaube, die Karte ist wirklich clean. Jetzt geht's nur drum. PSA 11 kann sein. DTF 10 auch machbar. Magnet und halt ultra low pop. Aber ich denke, TCG Dealer, den werdet ihr auch... Eine vertikale Printline, genau dazwischen. Zwischen? Das kann sein. Ja. Hier. Kann auch so ein Stern sein. Das ist keine. Ne, ich glaube eher, das gehört zum Artwork, so ein Stern, maybe. Oder? Oh, schwierig. Hier. Ich weiß, da jetzt. Das da, oder? Ja. Aber sie macht Denken beim Base-Set. Aber TCG Dealer, ihr müsst auf jeden Fall sagen, was da dann rauskommt. Hier sehe ich. Achso, wolltest du noch sagen? Achso, ich wollte sagen, dass diese. Die vertikalen Linien habe ich bei den Gym-Sets oft gesehen. Boah, ja. Geil. Geiles Ding, aber. Magneton, Pika und Glutex und einen Booster. Das schmeckt. Dankeschön, TCG Dealers. Lasst mich wissen, was da rauskommt. Generell, alle Leute, die heute dabei sind. So, wird alles mit Liebe verpackt. Danke, TCG Dealers. So, wir müssen jetzt wieder auf die Seite legen, korrekt? So.
Auf geht's. Raffi! Raffi! Du bist dran. So, willkommen im Magneton-Club. Raffi, ich guck mal, ob du was hinterlassen hast. Nein. Raffi, üff, üff, üff. Wir brauchen einen Raffi. Wo ist mein Raffi? Raffi 3 zu 5. Wir sagen, wir gehen rein und wiegen. Nico haben wir auf jeden Fall. Raffi, Heavy Packs eingeöffnet. Wir gehen da rein. Und Ausrufezeichen Base-Set in den Chat rein. Wir verlosen am Ende vom Stream eine schöne Ranera Holo-Karte, PSA bewertet, an einen glücklichen Zuseher. Ich schau noch zu. Kommentator von Lotte. Aber ich sagte, wenn du beim nächsten Break dabei bist, dann mach dein Booster okay, cool. Auf. Passt. Dann kannst du auf jeden Fall dein eigenes Pack aufmachen. So, wir gehen rein. Radikal. Pokédex. Kadabra. Sehr geil. Hier von Uri Geller gebannt. Ja. Magnetic. Das ist ein gutes Omen, habe ich gehört. Radplatz. Aber Glurak aus Glurak habe ich noch nie gesehen. Das wäre crazy. Was kommt? Okay. Raffi. Das ist ein bisschen Floor jetzt. Wir gehen rein. 3, 2, 1, go! Gyarados! Oh! Ich fürchte Schlimmes aber, dass wir da genau die gleichen Holos wie vorher ziehen. Ist das auch, ist das so in deutschen Boxen? Kann sein. Gyarados ist da! Ist eine geile Karte. Krasses Artwork. Auch nicht so oft bewertet in der PSA 10. Drachenwut und Blutstrahl ist hier. Oh, ist auch geil. Ist ein geil. Schönes Hologramm. Da sehe ich nichts oben. Ey, mir gefällt das Artwork auch einfach. Das ist sehr schön. Ja. Guck mal von hinten. Das könnte eine 10 werden. Oh. Schwierig, oder? Ganz leicht. So. Sieht aber so gut aus. Auch die Ecken sehen immer so weiß aus, aber es ist auch nur das Licht, wenn das da so reinkommt. So ist es tief schwarz, tief blau. Raffi, ich bin mir auch sicher. Du lass uns teilhaben, was da rauskommt für ein Grade. So. Nur das wird der 10. In der 10 ist so bei 18k, würde ich sagen. Mr. Limbo, danke für den Prime Sub. Sehr geil, sehr, sehr geil. Raffi. Okay. Nächster Glückliche. Bartman. Du bist dran. 2-3-2-3. Hast du uns eine Notiz hinterlassen im Kommentarfeld? Ein leichtes Pack bitte zulassen. Das heißt, wir wiegen bei dir. Gucken, was da rauskommt. Bartman. Oh, das nächste Heavy Pack. Was ist da los? Ein Heavy nach dem anderen. Bartman. Ich hoffe, du bist da. Heavy Packs sind alle geöffnet. Uff. Jetzt kommt Glurak Murak. Steht nur im Chat vor. Mach ich mein Ramp. So. Das wäre für mich auch ein extremes Erlebnis, so ein Glurak First Edition live zu sehen. In meinen eigenen Augen. Und nicht durch den Bildschirm. Na dann, machen wir den Wunsch der Erfüllung. Oh, guck mal, Gott sei Dank die vorletzte Karte. Die vorletzte Karte hat irgendwas, aber Gott sei Dank ist das nur eine Energiekarte.
Das ist der wichtige Slot. Die Energiekarte darf gerne was haben. So. Super Trank. Oh, auch wieder geil. Glutexo. Ey. Data ist da. Bartman. Stark. Nehmen wir mit. Nidorino. Wapzl. Visa! Zweiter Starter. Schaffen wir drei? Schaffen wir drei Starter in einem Feld? Komm, einer geht noch. Einer geht noch. Ja! Cold, wow. Alter. Cold. Cold. Ey, und jetzt ein Glurak. Jetzt ein Glurak. So, Glumanda, Glutexo und ein Glurak. Alle drei. Alle drei. Komm. Entwicklung durchgespielt. Bestes Booster bisher jetzt. Wir haben schon einige Booster mit zwei, aber mit drei hatten wir noch kein einziges. Digga, stellt euch vor, wir haben einfach Glurak da drinnen. Alle Entwicklungen. Feuerenergie und gib ihm Glurak. Oh. Aber Bisaflor, oder? Haben wir jetzt geöffnet. Bisaflor, Leute. Bisaflor, alle Zeichen sprechen für sich. Wir haben einen Glumanda, wir haben einen Glutexo. Wir haben Bisaflor Artwork. Ich sag immer, da kommt das Glurak raus. Jetzt oder nie, Chat. Jetzt oder nie. Batman. 3, 2, 1, go! Na, no, Mewtwo, wow. Aber geil! Geil! Stark. Geil. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Das heißt, wir haben gute Chancen, einen Glurak aus der Box zu ziehen. Wir haben vorhin keinen Mewtwo rausbekommen. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Starkes Mewtwo. Extrem starkes Booster. Das ist richtig krasse Karte auch. Auch selbst in der neuen, ein Mewtwo geht für, weiß nicht, 700 Euro oder so. Mewtwo ist ultra sick. Wir gucken mal. Wir haben es vorhin schon von hinten angeguckt, da war es relativ gut. Wir schauen jetzt nochmal. Oh, es ist lecker. Ist lecker. Von hinten. Ich war damals als Kind so enttäuscht, dass ich die Karte hatte. Mewtwo war ja immer so in der Serie so das OG-Pokémon, so es geht nichts drüber hinaus. Und als Kind bist du immer so Zahlen fixiert, so. Du, vielleicht kannst du noch nicht lesen, aber die Zahlen kannst du schon. Und dann steht einfach nur 10 dran und dann bist du so richtig hart enttäuscht. Du denkst dir, da muss 300 draufstehen und dann hat er keine KP und nur so wenig Angriff. So, das habe ich noch richtig im Kopf, dass ich richtig enttäuscht war. Das war bei mir auch so. Als Kind guckst du auch beim Auto, wie weit geht der Tacho oder so. Und da guckst du, wie weit geht die Zahl oder wie hoch ist die Zahl. Da war ich hart enttäuscht. Aber das sieht auch sehr clean aus. Leck mich fett. Das war das beste Booster bisher, würde ich sagen. Auch mit den Non-Holos und Mewtwo. Boah. Wobei Turtok waren auch zwei, glaube ich, drinnen. Turtok ist auch stark gewesen, ja. Geiles Pack. Geiles Pack. Batman, ich weiß gar nicht, ob du da bist. Oh ja. Was bringt Mewtwo 10? Boah. Ich möchte jetzt gar keine Zahl sagen, weil ich da nicht up to date bin. Und bevor ich eine falsche Zahl sage, sage ich lieber gar keine. Chat, was sagt ihr? Mewtwo in einer 10? Aber auch hier, die ganzen Uncommons, die eher schnell eine 10 werden, weil sie einfach nicht so anfällig sind für Printlines, ist ein Lightpack. Marcel! Du bekommst das zugesendet. Danke dir fürs dabei sein. Tütenwein. Und Abfahrt. Dankeschön. Ja, Mystery Box zum Rippen wir und was sonst noch im Shop ist. Wir haben heute einen verkleinerten Shop, damit es nicht allzu wild wird. Weil Abi Christos wird uns dann gegen 24 Uhr verlassen. Der wird dann auch Kugelsch mitnehmen. So, Tiered Place, ist das der Name? Du bist auf jeden Fall dran, du bist der Nächste. Let's go! Was machen wir mit dir? Direkt auf oder rauf auf die Waage? Was machen wir? Wir brauchen nach wie vor einen Glurak. Wiegen, Leid zu. 1, 2, 3. Oho! Kein Leid, kein Leid, kein Leid. Das wird geöffnet. Heavy, gehen alle auf. Congrats dazu schon mal. Heavy Glurak. Mit Feuer. Heavy Glurak mit Feuer. Gönn jetzt. Energiezugewinnung. Ukano. Kadabra. Onyx.
Safcon. Ja, war selten bis jetzt. Udo. Safcon? Mhm. Dicta. Raupi. Feuer. So, Chat, was sagt ihr? Was sagt ihr? Glurak aus Glurak, ja oder nein? Was sagst du? Bisaflor. Bisaflor. Was sage ich? Ich sag nochmal Turtok so. Gib ihnen einen Turtok. Turtok. Gengar wird auch schwer. Oh, Quappo! Quappo, ich war nah dran. Was habe ich gesagt? Ein Quappo. Sind die eigentlich häufiger als zum Beispiel ein Turtok? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ist einfach nur weniger wert aufgrund keiner Starter-Pokémon, keine Starterentwicklung und ja, dass die einfach öfter eine PSA 10 werden. GG. GG, GG, GG. Und die gab es auch in diesem Deck. Printer sehe ich jetzt auch nicht. Ja, aber nicht First Edition, die waren immer unlimitiert. Ach so. Decks. Also hinten auch wieder sehr, sehr cleane Karte. Also vielleicht auch hier wieder erhöhen wir den Pop-Report der PSA 10 Karte um 1. Wie viel die? Ja, die liegt in der PSA 10 bei rund 1000 Euro. Circa 1k. Danke dir fürs dabei sein. Hüten alles einzeln den Sleeve und KC ein. Wir ziehen weiter. Dankeschön. Hippo 917. Du bist der nächste Glückliche hier. Guck, hast du eine Notiz hinterlassen? Bitte das Booster wiegen, wenn Leid dann sealed an mich senden. Das machen wir. Hippo, bist du da? Tutor Artwork. Weniger Soundeffekte, das gibt's leider nicht. Da musst du den Chat verlassen. Soundeffekte sind da. Glurak ist noch nicht raus. Nein, Blue Light. Oh. Wiegen, Pipo ist da. Oh. Leider nein. Ein Lightpack, Pipo. Lassen wir zu, wie im Kommentar wird beschrieben. Vielen, vielen Dank dir. Applaus. Jeder Einkäufer bekommt jetzt einen Applaus. Jeder. Ein, wenn nicht sogar zwei. Warte mal, wir sagen Dankeschön. Oh, guck dir den Alert an. Das ist ein Christus, sein liebster Alert. Wir sagen Dankeschön. Nächster. King Aiken, du hast jetzt zwei Packs gesichert. Mit der 540. Üff. Üff. So, wir machen hier auch wieder Einkäufer, eine Seite. Drei Glurak Artworks für dich. King Aiken. So, was machen wir? Guck mir schnell deine Bestellung an. Vorher abwiegen. Vorher abwiegen steht hier. Einmal Light. Einmal Heavy. Light zu Heavy auf. Heavy breaken wir alle. Haben wir so beschrieben. Crazy. Fokus? Ja. King Aiken. Ja, lass mal Zeit. So, Glurak. Heavy Glurak. Heavy Glurak, Heavy Glurak. Turtok ist predicted, Dirk als erstes. Dratini, I like it. Center. Shilok, oha. Wo ist der Fokus? Kamera schon im Urlaub. Shilok ist mega. Üff. Vulpix. Weiß nicht, wo die Kamera fokussiert. Kamera. Onyx. Ich weiß nicht, irgendwas fokussiert die Kamera hier. Die Gesichter hier? Irgendwas sucht die Kamera die ganze Zeit. Smogon. Abra. Starmie? Deine Ärmel mit Pika, ja, maybe. Christus meint der Pokéball, der vielleicht glänzt. Schwierig zu sagen.
So, wir sind angekommen. Musik ist auch gerade auf Urlaub, merke ich. Ne, geht schon wieder. Was sagen wir? Ich glaube, hier ist ein Glurk drin. Glurk, Nachtzüge! Ja. Nocturne! Nocturne ist da! Nocturne! Nocturne! Oh! Alle F! F, F! Obwohl das ein gutes Pokémon ist. Raffi und Werpanda kennen sich leider nicht aus. Mach es wieder. Sein Arm. Sein Arm? Ja. Warum opfert er den? Weil er ihn gerettet hat. Oh. Guck dir das an. Wow. Haben wir mal eine Safe gezogen? Ja, safe. Jeder mal, oder? Ja. Ja. Nein, warte, ich bin ein Ace. Du bist ein Ace? Ja. Digga, wir haben irgendwie aus allen Sachen die Highcard gezogen auf jeden Fall. Gerade am Anfang gehen wir immer so viele in so viele Sets rein. Chochil. Warte mal, wir müssen die Münze rüberlegen. Und da rein. Rechts, ja. 2, 4. Digga. Du hast 5-mal Bisaflor. 5-mal. Das ist ein gutes Omen. Das ist das beste Omen. Aber ich glaube, Chochil feiert gerade richtig hart, dass er so viele Bisaflor hat. Chochil. Möchtest du die eigentlich versendet haben oder holst du die ab? Chochil, du Verrückter. Ich glaube, du holst die Teile ab. Safe Glurak. Safe Glurak. Chochil, gib gerne Bescheid, weil mein Abi Christus packt hier gerade kräftig ein. Oh, crazy. Ich hol's ab. Dachte ich mir. Was machen wir? Alle wiegen, oder? Ich leg die Münze gleich mal wieder daher. Chochil holt ab. Auch schon ein langer Supporter. Fünf Bisaflor ist heftig. Leid zu, auf geht. Eins. Statistisch sollten da jetzt zwei Heavy dabei sein. Ja, let's go, let's go, let's go! Ich sag dir, es kommt ein Glurak raus. Chochil, ich fühle es. Du hast einfach Bisaflor, dein Urgroßvater. Da kommt jetzt ein Glurak raus, ich sag's dir. Ein Heavy haben wir bis jetzt. Komm schon. Komm schon, wir haben noch zwei Packs. Ja, zweites Heavy Pack. Und letztes Booster. Oh, wow. Drei Heavys! Drei Heavys hat der Kollege. Zwei davon Bisaflor. Also jetzt ziehen wir Glurak. Ich predikte es. Jetzt. Jetzt ist es soweit, Leute. Wir ziehen jetzt das Glurak. Jetzt kommt's. Go, Chill. Ich hoffe, du bist bereit. Jetzt gehen wir da rein. Jetzt ziehen wir Glurak. Entweder aus dem ersten oder aus dem dritten Pack. Jetzt haben wir es. Jetzt machen wir den Sack zu. So. Jetzt oder im letzten Bisaflor Pack. Es muss Glurak aus Bisaflor kommen. Nidorino. Macht den Anfang. Pokémon-Flöte. Gut, Hexo! Gib uns ein Glumanda noch, ein Glumanda. Dann haben wir die Entwicklung. Ich muss es einmal ziehen, so, alle drei. Selbst aus Evolution hatte ich mal zwei Glurak in einem Booster. So hab ich gesehen. Reverse und dann Holo. So crazy, ey. Pikachu! Wow. Geiles Pack, Digga! Geiles Pack! Du denkst so Pika! Energy! Die Energiekarten sind aber auch alle so ramponiert. Hier unten seht ihr das? Den Knick? Das ist arg. Das ist crazy. Das nix hin, sowas. Gott sei Dank nur bei Energie. So, jetzt kommt's aber. Jetzt kommt. Jetzt in dem Bisaflor oder. Das Glur, scheiße. So, komm. 3, 2, 1, jump! Oh, Zapdos, Digga! Zapdos! Üff! Krass. Zapdos. Aber hier. Die wird am ersten eine 10.
Und ein Taui nehmen wir gerne mit für einen 10er Zapdos plus ein Pika plus Glutexo. Also das Booster ist auf jeden Fall lecker. Und auch diese komische Kante, die eigentlich gut ist. Ja, das sieht nur, in der Kamera so aus, aber ja. Es ist hier keine weiße Ecke oder so dran. Und die Reflexion vom Licht. Aber Zapdos hat auch so gefühlt einfach gar keine Printlines so. Oh ja, eine ganz leichte, oder? Vertikal. Ja. Links in der Ecke. Aber auch so eine ganz kleine nur. Links von unten also rum? Links mittig, da. Ein bisschen, genau da. So ganz ein Mini. Aber sie ist so gar nicht. Aber Jojil, ich bin mir sicher, du sagst mir auch, was das wird. Also ich sagte, das wird ein 10er. For real. Wird echt stabil aus. Ich sag dir. Ich glaube, Mewtwo war auch so, oder? Mewtwo und Zapdos. Wie heißt es? Wir gehen einfach in 3 Heavy Packs rein. Bei 6 Boostern, da würde ich mich selber auch sehen, wenn ich nur 6 Booster einkaufe, dass ich dann 3 Heavys habe. Mit 2 Starten im ersten. Nehme ich mit. Sehr geil. Glurak kommt jetzt nicht aus Glurak. Kommt Montag zu PSA, sehr geil, Bernie. So. Ein sehr dunkler Hintergrund gehabt. Warte. Ja. Da kennt man immer ganz schön, wenn ein Holopack dabei ist. Frank, wir haben vorhin schon Turtok gezogen, ja. Beezer, I like it. 30k Bulbasaur. Volkoball. Die Musik ist auch nice. Gut, wir gehen rein. Ist das Bisaflor oder Glurak? Ne, ich sag nicht, dass Glurak aus Glurak kommt. Ich sag. Was sag ich? 3, 2, 1. Bulldona. Oh, Turtok, nice, Digga! Ah, super! Turtok! Gratuliere! Crazy! Fett! Turtok ist da!
Uff. Ist auch ein 10er Kandidat. Richtig gute Karten, was er da gesaugt hat. Schon. Schön. Dankeschön. Tüten wir alles ein, auch die Energiekarten etc. Gute Holos, aber keine guten. Oh ja. Oh ja, sind nicht. Ja, ist da. Alles gesehen. Hier. Alles hier gesaugt. Okay. Hier. Schildschild kommt dann abholen. Kannst du den vielleicht gleich so. Also, Katze kommt dann auf Lager. So. So, viele gibt's nicht mehr. Wir legen. Ne, das passt so. Das passt so. Slowking, du wirst immer ignoriert. Nächster Teilnehmer. Hakelui, direkt 5 Packs auch. Der war vorhin schon mit einem Pack drinnen. Und jetzt 5 weitere Packs. Hakelui, bist du da? Er sagt jetzt Turtox hier. 3, 4, 5! Er hat einfach 4 Turtox. In Turtox? Boah, kann ich sagen. Bisa Floor oder normalerweise? Schwierig, ich werde es nur gerufen, dass es Bisa Floor kommt. Oh. Hakelui ist da. Was machen wir? Auch rein wiegen, oder? Rothschild, ja. Bist du bis 24 Uhr da? Na, dann gebe ich es Abi Christus mit. Der fährt um 24 Uhr. Also wenn du bis 24 Uhr da bist, dann gebe ich es Christus und er kann direkt die Übergabe machen. Da. Achso. So, wiegen. 20, 34. Leider ein Lightpack. Erstes Pack. Zweites Turtok. 20, 8, 5. Auf jeden Fall heavy. 3, 2, ein Lightpack. Auch ein Lightpack. Eins haben wir noch, Hakelui. Leider haben wir ein Heavy Pack. Das öffnen wir, oder? Ja, passt, bin eben Bernie. Kann ich dann callen, wenn wir da sind. Ja, auf jeden Fall. Oder guck am besten 24 Uhr. Das wird die beste Zeit. Ja, genau um 24 Uhr braust Abi Christus ab und dann kann er dich draußen treffen. So, geh mal rein, Hakelui. Bist du bereit? Bin ready. So. Ich gönne ihm das Saat. Ich gönne jedem das Saat. Nur im Deutschen kommt halt jede Holo nur einmal vor. Oh, Carpador ist jetzt schon mal stark. Voll. Ist gut. Das sind nur 10. Lieber. Nidorino. Raupi. Frank. Shigi, let's go. Shigi aus einem Turtok Artwork. Nebulak. Berndu. Energy. Energy. Oha. So. Ich glaube, es ist so glorreich, wirklich. Aus Turtok? Das ist schwierig. Wir kommen rein. Feuerenergie. Achtung. 3, 2, Pipi. 1, Jump. Oh! Oha. Real Talk, Pipi. Oh! Holo Pipi ist da! Wir gucken. Makellos, hm? Die Holos aus dem Display, ich weiß nicht, sind vielleicht die ganz nach unten. Ja, das wird auch ziemlich. Bei dem einen Fuß. Das sieht richtig gut aus. Hakelui, nein, kein Fußkopf. Hakelui, kein Fußkopf. Oh. Hier oben auch wieder, wie gesagt, das ist nur der Lichtanfall. Hakelui, ich sag Dankeschön. Danke. Die anderen Packs, genau, es zielt raus zu dir. Tüten wir ein.
Der Reh. Der ist auch immer wild unterwegs. Der ist hungrig, Hakelui. Perfekt. So, jetzt haben wir davon genommen, jetzt changen wir wieder. Ein paar Zettelchen sind übrig. Wie wissen sie noch? Die beste Holo, wir haben im ersten Display auch einen Tutok raus. Slim Dommy! 554. Bist du da, Slim Dommy? Falls Lightpack Ziel versenden, wird wahrscheinlich nicht live dabei sein, wegen einer Geburtstagsfeier. So. 2,3k. Ja, wer möchte CGC haben? Das ist halt die Frage. Auf geht's. Auf geht's. Slim Dommy! Bra! Falscher Knopf, den wollte ich machen. Bra! Digga, am Ende des Tages. Wo ist der Bree? Wollen wir den einfach haben? Am Ende des Tages, Gem in 10. Wir haben noch keinen gezogen. Guck mal, auch hier wieder, Off-Center. Oben ein bisschen dünner als unten. Aber Gem Mint ist da. Slim Dommy, wir tüten den ein. Gregorilla, warte mal, ich habe hier was vorbereitet in meiner Box. 800 Euro kannst du den haben. Da steht Gregorilla drauf. 800 Euro ist der schöne. Der gehört an dir. Booster frisch, Booster frisch. Da sehe ich dich, Gregorilla. Da sehe ich dich. Und für 1,6 bekommst du dann den hier. 1,6 bekommst du dann den. So, Slim Dommy, ich sag vielen Dank. Bis dabei sein. Pack mal ein. Immer verdoppelt. Ja, normal kostet ein Glurik die Hälfte, aber Gregorilla, der hat's verdient. Ja, das ist auch einer. Der sagt, Geld spielt keine Rolex. So. Du, Trefko. Hast du vorhin nicht in den Chat geschrieben, ob noch eins frei ist? Du bist eh dabei. Du, Trefko. So, du hast auch geschrieben, Light Booster siedeln lassen. Lass, wir gehen direkt rein. Let's go. Ein Lightpack, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Glurak Artwork für Trefko. Würde ich sagen, tüten wir auch sealed ein, oder? Nehmen wir mit. Wie viele Holos sind noch drinnen? Gute Frage, ich habe nicht mitgezählt. Wir haben jetzt noch 6 Packs übrig, 6 Booster. Zwei, drei, vier sind alles dabei. So, Treffkurve perfekt. So, 6 Packs. 18 raus, das heißt 4 Holos noch in 6 Booster. Das ist heftig. Schoba. Meter 60, bist du da, Schobert. Bitte wiegen und falls Leid nicht öffnen, danke, Schobert. Du bist dran. Wiegen rein. Auch ein Leid, boah, oh. Wo sind die Heavy Packs, wo sind die Heavy Packs? Schobert, auch für dich. Leid nicht öffnen, hast du dazu geschrieben, hüten wir direkt ein. Danke, Schobert. So. Heftig, heftig. Wenige Packs noch übrig. 3 für No Snaps. No Snaps sagt 3. Und wir haben hier 1, 2, 3. 3 mal Turtok. Du bekommst 3 Turtok. No Snaps, was sagst du? Sollen wir wiegen? Oder sollen wir alle ungewogen öffnen? Was ist der Schlachtplan, No Snaps? Auf, ohne zu wiegen? Ohne zu wiegen rein. Gib noch einmal das Go, dann mache ich das. Mal sag's. Also wie viele Holos-Chats sind da jetzt noch drin? Und wir haben jetzt noch 5 Booster. 3 gehen jetzt auf. H2
Hatte Hoffnung auf Artworx, aber bei drei gleichen egal. Also alle drei auf. Ohne Wiegen. Direkt rein. Aber man sieht auch, wie unterschiedlich das ist. In der ersten Box waren am Ende keine Holos mehr. Und jetzt in der zweiten Box sind am Ende auch Holos. Zwei sind noch drin. Passt. Heftig. Noch nice, wir gehen rein. Wir wissen nicht, ob Heavy oder nicht. Wir gehen einfach rein. Dafür wird mir dein Glurak belohnt. So, wir wissen nicht, was da rauskommt. Ich probiere das auch ein bisschen zu verdecken, dass man nicht erkennt, ob Holo oder nicht. Aber man kann es gar nicht so verdecken, dass man es nicht erkennt. So, Pokédex. Akani. Mashok. Starmie. Nidoran. Nebula. Hornliu. Nein, Romeo, noch nicht. Aber vielleicht jetzt, Romeo. Vielleicht jetzt. Ungewogenes Pack. 3, 2, 1, go! Oh, Vulnona! 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 Dieses Rot. Oh, üff. GG. GG. Die Karte gibt es ja in einem violetten und blauen Holo. Ja, Englisch gibt auch dieses Black Flame. Mhm. Ich glaube, ich habe hier sogar eins hier. Ist sick. Duschen auch sehr, sehr gut. Mach du mal Beurteilung. So, schauen wir mal. Ja, der kleine Printline ist oben. Ich würde sagen, eine 9er, hier die 9. Ja, im Englischen hast du so eine Art Black Flame auch hier. Also auch nur ein bisschen dunkler. Und Englisch First Edition ist immer Shadowless. Also es gibt kein First Edition, was ich Karten habe, sondern First Edition Englisch automatisch.
Marshock und Macholo auch hier. Stern, du. Tausch. Nebulak. Angela. Nein. Ein Bieter Knosp. Und wir gucken am Rare Slot. 3, 2, 1, go! Ein Detektor am Rare Slot. Danke, Nosnefs. Ein Bieter Knosp hat sich noch dazu gesellt. Trotzdem crazy. Aus drei ungewogenen Packs zwei Holos zu bekommen, ist heftig. Heftig, heftig.